Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, der Wochenspruch steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Ja, ihr Lieben, mit diesem Wochenspruch, der das Thema des Gottesdienstes auf den Punkt bringt, wollen wir euch herzlich begrüßen. Protest gegen den Tod lautet die Überschrift. Können wir gegen den Tod protestieren? Denn tagtäglich sind wir von ihm umfangen. Aber wie es im Wochenspruch heißt, Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz, haben wir Anteil am ewigen Leben durch seine Vergebung. Und dadurch wurde dem Tod ja der Chaos gemacht. Und das ist gut. Und in dieser Zuversicht wollen wir das erste Lied miteinander singen. Das ist die Nummer 454, Auf und mach die Herzen weit. Wir beten mit Worten aus Psalm 68. Gott steht auf, so werden seine Feinde zerstreut, und die ihn hassen, fliehen vor ihm. Wie Rauch verweht, so verwehen sie. Wie Wachs zerschmilzt vor dem Feuer, so kommen die Gottlosen um.
vor Gott. Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinen Namen. Macht Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt. Er heißt Herr. Freut euch vor ihm. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohl geht. Aber die Abtrünnigen lässt er bleiben in dürrem Land. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auf. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. Gebt Gott die Macht, seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Wundersam ist Gott in seinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er wird dem Volke Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Vater, es ist gut, dass wir durch deinen lieben Sohn zu dir kommen können und unsere Schuld bekennen können. Es ist doch schön, dass wir wissen, dass dein Sohn durch den Kreuzestod dem Tod die Macht genommen hat. Aber trotzdem tun wir uns schwer damit, daran zu glauben, weil der Tod überall gegenwärtig ist, durch Todesfälle in den Familien, durch Gewalt und Terror und Krieg. Ja, der Tod scheint uns einzuschnüren. Ach Herr, gib uns doch den Mut, daran zu glauben, dass dein Sohn die Macht des Todes gebrochen hat, dass wir durch seine Vergebung Anteil haben dürfen am ewigen Leben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass der Gedanke an den eigenen Tod uns nicht Angst macht, sondern nur dazu bringt, jeden Tag bewusst zu leben. Wir bitten dich, sei du bei uns. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Dich unserer immer wieder gern. Du bist bei uns. Und deswegen können wir rufen: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Durch den Kreuzestod hast du, Jesus, die Macht des Todes gebrochen. Und dafür geben wir dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe. Jesus Christus, du auferstandener Gottessohn, du bist uns vorausgegangen, bist unserem Tod gestorben und hast uns begleitet. Und durch deinen Heiligen Geist verheißt du uns Trost und Leben. Wir bitten dich,
Mach uns das immer wieder bewusst, dass das Leben von dir kommt, weil du Leben und Liebe bist. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Lesung steht im Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 3 und ab Vers 17 folgende. Lazarus aus Bethanien wurde krank. Bethanien ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit dem kostbaren Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus mitteilen: Dein Freund ist krank. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus Judäa hatten Martha und Maria aufgesucht, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus sich dem Dorf näherte, ging sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Wenn du bei uns gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, erwiderte sie, am letzten Tag, wenn alle auferstehen, wird auch er ins Leben zurückkehren. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist. Du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester zurück, nahm sie beiseite und sagte zu ihr: Jesus ist hier und fragt nach dir. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus hatte das Dorf selbst noch nicht erreicht. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie aufsprang und hinauseilte. Sie meinten, dass Maria zum Grab gehen wollte und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. Wenn du bei uns gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen, sagte sie zu ihm. Jesus sah sie weinen. Auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Er wurde zornig und war sehr erregt. Wo liegt er? Fragte er. Komm, wir zeigen es dir, sagten sie. Jesus kamen die Tränen. Da sagten sie: Er muss ihn sehr geliebt haben. Aber einige meinten: Den Blinden hat er sehend gemacht. Warum hat er nicht
verhindert, dass Lazarus gestorben ist. Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle und der Eingang war mit einem Stein verschlossen. Nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein. Herr, es riecht doch schon. Er liegt seit 4 Tagen im Grab. Jesus sagte zu ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Vertrauen hast. Sie nahmen den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, ich danke dir, Vater, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Leute hier spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus! Der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das Tuch ab, damit er weggehen kann. Viele Leute aus Judäa, die bei Maria zu Besuch waren, hatten das miterlebt und fassten Vertrauen zu Jesus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Darum Lob sei dir, o Christe. Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied. Es ist die Nummer 432, Gott gab uns Atem. Gott gab uns Atem.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigttext steht im Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 35 bis 39. Werft euer Vertrauen nicht weg, denn eine große Belohnung wartet auf euch, wenn ihr treu bleibt. Ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott will. Nur dann bekommt ihr, was er versprochen hat. In den Heiligen Schriften sagt Gott: Noch eine kurze Zeit dauert es, bis der, der angekündigt ist, kommt. Er wird sich nicht verspäten. Wer mir vertraut und mir die Treue hält, wird leben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir gehören nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die treu bleiben und das Leben gewinnen. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Standhaft bleiben, liebe Schwestern und Brüder. Treu sein. Glauben. Also ganz ehrlich, als ich eben die Schriftlesung gehört habe, da ist mir so richtig bewusst geworden, was hier verlangt wird. Eigentlich das Unmögliche. Denn es ist doch so, dass wir alle an dieser Geschichte schon einmal unsere Zweifel hatten. Diese Geschichte von der Auferweckung des Lazarus ist nun einmal eine der am meisten angezweifelten Begebenheiten in den Evangelien. Warum? Weil wir Menschen einfach nicht glauben können, dass so etwas geschehen kann. Eine Auferstehung, eine Wiederlebendigwerdung, eine Rückkehr ins Leben nach 4 Tagen. Ja, Scheintod, davon haben wir alle schon einmal gehört. Und zugegeben, das ist auch eine Sache, die uns alle erschreckt und irgendwie auch Angst macht. Gerade bei Erdbestattungen stellt man sich oft die Frage, was ist, wenn man nach dem Begräbnis tatsächlich wieder aufwacht? Eine schreckliche Vorstellung. Aber dass wir darüber nachdenken, zeigt irgendwie, dass wir im Inneren unseres Herzens doch irgendwie daran glauben, dass es so etwas geben kann. Aber eine Rückkehr ins Leben nach einem Scheintod, ich glaube, das wissen wir alle, bringt nicht die völlige Wiederherstellung mit sich. Bei Lazarus war es anders. Als Jesus ihn, nachdem er den Vater darum gebeten hatte, Lazarus aus dem Grab herausrief, war dieser vollkommen gesund. Und das ist der wesentliche Unterschied zum Scheintod und der Auferweckung des Lazarus. Aber warum tun wir uns so schwer damit, diese Geschichte zu glauben?
Nun, weil wir ganz und gar menschlich geprägt sind. Die Biologie sagt uns, dass eine völlige Wiederherstellung des Lebens, ja eine Gesundung des Lebens nach menschlichem Ermessen einfach nicht sein kann. Darum bezweifelt man ja auch die Auferstehung Jesu. Aber wenn wir diesen Glauben nicht haben, ja, dann muss man sich doch allen Ernstes fragen, warum feiern wir überhaupt Gottesdienst? Warum wollen wir mit Jesus, dem Auferstandenen, Gemeinschaft haben, wenn wir doch nicht glauben können, dass er auferstanden ist und schon gar nicht daran glauben können, dass er durch die Kraft unseres himmlischen Vaters die Macht hat, Tote auferstehen zu lassen? Diese Geschichte sprach sich natürlich sehr schnell herum. Und gerade diejenigen, die eigentlich wissen müssten oder hätten wissen müssen, dass vor Gott nichts unmöglich ist, gerade die Menschen, die hohen Priester und Schriftgelehrten, bezweifelten dies. Nein, nicht nur bezweifelten sie dies, sondern sie verurteilten es auch als Gotteslästerung, weil sie eben glaubten, dass sie die einzigen seien, die die Schrift verstehen könnten. Im Laufe der Kirchengeschichte wissen wir, dass das Schriftverständnis den Priestern vorbehalten war, weil das sogenannte gemeine Volk weder lesen noch schreiben konnte und schon gar nicht des Lateinischen mächtig war. Und wenn ein Volk in Unwissenheit gehalten wird, so kann man einem Volk viel erzählen. So konnte man dem Volk auch den Ablasshandel glaubhaft machen. Erst durch die Bibelübersetzung Martin Luthers, die den Anstoß gab, die Heilige Schrift in viele hundert Sprachen zu übersetzen, und durch das zunehmend wachsende Schulsystem, auch für die einfachen Menschen, wurde das Wort Gottes allen Menschen zugänglich. Und dennoch, die Zweifel blieben. Natürlich wissen wir aus der Offenbarung, dass Jesus wiederkommt. Und dass es tatsächlich die Auferstehung vom Tod gibt. Gerade in den letzten Wochen haben wir im ERF die Offenbarungsauslegung von Dr. Vernon McKee gehört. Und da ist uns dies wieder bewusst geworden, was am Ende der Zeit geschieht. Aber hier ging es um die Gegenwart. Hier wurden die beiden Schwestern Martha und Maria gefragt: Glaubst du an das, was ich bin? Und das haben sie getan, indem sie dies aussprachen. Aber der Glaube an die endgültige Auferweckung, ja, das war ihnen dann doch etwas zu viel. Herr, es riecht schon. Ein eindeutiger Hinweis
auf die Verwesung und die Vergänglichkeit des Menschen. Und hier sollte tatsächlich eine Auferweckung stattfinden mit völliger Gesundung. Genau wie die beiden Schwestern dies bezweifelten, ja, geht es uns doch auch. Und trotzdem versuchen wir daran zu glauben. Für Gott ist nichts, aber auch gar nichts unmöglich. Wenn Gott, der Schöpfer allen Lebens ist, das ganze Universum schaffen konnte und die Welt aus dem Nichts, dann dürfte doch eine Auferweckung von dem Tod für Gott, ja, wie wir es so ausdrücken würden, ein Klacks sein. An diesen Klacks sich zu halten, fällt uns schwer. Aber wenn wir wissen, dass Jesus durch den Tod gegangen ist und auferstand, dann können wir guten Gewissens daran glauben, dass es so etwas wie eine Auferweckung gegeben hat. Noch einmal, das fällt schwer. Aber Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir nachfolgt, wird nimmermehr sterben, auch wenn er gestorben ist. Mit diesen wenigen Sätzen, zwei Sätze sind es, wird eigentlich alles gesagt. Und im Hebräerbrief wird davon gesprochen, dass es für uns einen großen Lohn geben wird, wenn wir eben voll Zuversicht an die Auferstehung der Toten glauben. Noch einmal, vor Gott ist nichts unmöglich. Ich kann für mich nur sagen, dass ich an die Auferstehung der Toten glaube. Und darum eben auch wenig Angst vor dem Tod habe. So schwer das auch zu glauben ist, ich möchte Zuversicht verbreiten, dass wir genau an diese Dinge glauben können und dass wir wissen dürfen, dass das, was kommt, viel, viel besser ist als das, was wir hier in unserem irdischen Leben zu erwarten haben. Ob wir dies nun annehmen oder nicht, das bleibt einem jeden selbst überlassen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das, was Jesus sagt, auch eintrifft. Und diese Zuversicht, die möchte ich mit dieser Predigt versuchen zu verbreiten. Das tue ich nicht aus mir heraus, sondern weil Jesus mir diesen Auftrag gibt. Und mal ehrlich, einen schöneren und zuversichtlicheren Auftrag, als davon zu berichten, dass der Tod durch Jesu Auferstehung keine endgültige Macht mehr über uns hat, das ist doch eigentlich das Schönste und Beste, was es geben kann. Oder? Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Wir singen das nächste Lied. Es ist
Das ist die Nummer 115. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wir singen die angegebenen Strophen. Folgendes möchten wir euch mitteilen. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Einmal zum Lobpreisgottesdienst am Mittwoch, wo es dann wieder um die Apostelgeschichte geht. Und am Sonntag zum Gottesdienst und auch zum Kindergottesdienst. Wie immer danken wir an dieser Stelle dafür, dass ihr heute wieder mit uns Gottesdienst feiert und mit uns Gemeinschaft habt und ja, dass ihr uns durch euer Gebet und ja, eure positiven Rückmeldungen tragt und uns die Kraft gebt, die Gottesdienste auch weiterhin feiern zu können.
Auch heute wollen wir wieder die beiden Spendenkonten zugunsten der Flutopfer und der Ukraine einblenden. Wir danken euch für alle bisher geleistete Hilfe und alle Hilfe, die ihr künftig leisten werdet. Alle übrigen Kollektenzwecke könnt ihr wie immer aus dem Internet, eure Gemeindeämter und natürlich auch in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen jetzt miteinander Fürbitte halten. Lieber himmlischer Vater, es ist gut zu wissen, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung dem Tod die Macht genommen hat. Dennoch fällt es uns schwer, dies zu glauben. Ja, das ist eigentlich das, was uns am schwersten fällt, weil wir aufgrund unseres Menschseins einfach diese Zweifel immer wieder haben. Wir bitten dich, dass du uns diese Zweifel nimmst, dass du uns die Angst vor dem eigenen Tod nimmst und uns stattdessen die Zuversicht gibst, dass du uns eine ewige Heimat schaffen willst, wie wir in der Offenbarung lesen können. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Es fällt schwer, im Angesicht dessen, was um uns herum geschieht, Krieg, Mord, Gewalt und Elend, an das Leben zu glauben. Und darum bitten wir dich um den Frieden in der Welt, um den Frieden, den du verheißen hast, denn der Friede bedeutet Leben und nicht Tod. Wir bitten dich, lass diesen Frieden unter uns lebendig werden, damit wir Leben haben und nicht dem Tode ausgeliefert sind. Ja, wir bitten dich für alle verfolgten Brüder und Schwestern im Glauben, die oftmals, weil sie dich bezeugen, ums Leben kommen. Wir bitten dich, schenke ihnen Kraft und Mut, standhaft zu bleiben. Und lass sie uns zum Vorbild werden, damit auch wir glauben und standhaft bleiben und dein Wort in die Welt hinausrufen. Für dein geliebtes Volk Israel, das unsere Glaubenswurzel ist. Wir bitten dich, lass uns erkennen, dass wir nur eingepfropft sind in den edlen Ölbaum, dass wir von der Wurzel Israel im Glauben Kraft und Mut bekommen können. Wir bitten dich für alle Verantwortlichen in der Welt. Sei du mit ihnen und zeige ihnen deine Wege. Denn wir haben oft den Eindruck, dass man sich im Kreis dreht, nicht richtig weiß, was man will und eben dadurch Unsicherheit an der Tagesordnung ist. Wir bitten dich um deinen Geist, für all diejenigen, die in der Welt Verantwortung tragen. Alles, was uns sonst bewegt, das bringen wir nun in der Stille vor dich. Das, was uns ängstigt und bedrückt, aber auch das, wofür wir dir danken möchten, und dir die Ehre geben wollen.
hast gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Gib, dass wir an die Auferstehung glauben können, damit wir Leben haben in Fülle. Mache du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns gemeinsam noch ein Schlusslied singen. Das ist die Nummer 157. Lass mich dein sein und bleiben. Gottesdienst gefeiert habt. Wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt oder es wieder werdet. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Wir singen nun zum Schluss das Lied, Wer auf Gott vertraut.